Servus Leute, hier ist wieder Boompower und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Empire Total War mit den Bayern. Und eine Sache, die ich letzte Folge echt hab vergessen zu sagen: Wenn ihr auch Bock habt, mal mit anderen Spielern, also beziehungsweise einem anderen YouTuber namens GFBMK4568, wenn ich den persönlichen Namen wüsste, wäre es glaube ich ein bisschen leichter. Das ist auf jeden Fall sein YouTube-Channel, den verlinke ich einfach mal in der Videobeschreibung in dieser Folge und in der letzten Folge auch. Er hat vor, ein Empire bzw. ein Napoleon-Projekt zu starten, bei dem ich dabei sein könnte. Wenn ihr aber auch mal so Bock habt, eine Runde mit ihm zu zocken, dann schreibt ihn einfach per PN auf YouTube an und ja, er gibt euch dann die nötigen Daten für TS und so weiter. Gut, habe ich das auch gesagt, dann machen wir weiter im Text. Wir wollten ja... Schön Paris mal einnehmen. Genau, wir belagern. Boah! Was machen denn die Franzosen? Pferd, 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 Pferd. Artillerie, 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 lalalala. Eine Linieninfanterie, einmal Muskete. Wollen die einen damit echt so dermaßen einschüchtern oder was? Das ist ja schon fast nicht mehr feierlich. Los! Los, 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 los! Mitbelagern! Beginnt mit der Belagerung! Genau! Sie werden verrotten! So sieht's nämlich aus. Jetzt tun hier einfach mal zwei volle Regimenter. Gut, okay, das eine ist nicht ganz voll. Aber jetzt tun hier einfach mal zwei Regimenter. Einfach mal hier Paris belagern. Eigentlich könnten wir es ja schon diese Runde einnehmen, um ehrlich zu sein. Boah. Also, das ist schon nicht schlecht. Ja, mache ich's mal mit denen. Belagerungsangriff. Ich werde nicht mehr als ein Regiment brauchen. Also eine volle... Ah, Mann, ich brauche einen speziellen Namen, weil ein Regiment ist ja zum Beispiel ein Regiment von Pferden, also 60 Pferde oder 45 Pferde ist ein Regiment. Aber die 20 Regimenter ist eine Armee eigentlich, also brauche ich nur eine Armee. Andererseits sage ich nie Armee, also brauche ich einen eigenen Namen dafür. Verdammte Scheiße! So, aufs Mikrofon gehauen. Mann! Muss ich mir mal einen im Laufe der Zeit einfallen lassen. Boah. Mein Nack-Knack, ey. Verspannung. Oh, ey. Puh. Ui. Unsichtbare, also unsichtbarer Körper und Hände da. Geh ich mal hoch und zurück und schon sind da die Leute. Ja, dann nehmen wir mal hier ganz ruhig und gechillt die Artillerie. Lassen sie als Gruppe agieren. Tun sie absetzen. Können sie angreifen. Ja, die treffen die Mauer. Wunderbar, Ski. Und die... Ja, Kavallerie, so sieht's aus. Bildet ein Krüppchen. Der General darf sich auch hinten im Wald verstecken, auch wenn er sich nie verstecken kann. Komischerweise wird der immer angezeigt. So. Und ihr wartet jetzt einfach mal hier, bis der Dienst getan ist. Letztendlich, die haben nur Pferde, die sie hier drin aufstellen können. Dann haben sie noch eine, so eine kleine Infanterieeinheit. Lol, Leute, Leute, chillt mal euer Leben, Mann. Das Einzige, womit die noch angreifen könnten, wären Haubitzen. Aber irgendwo da, hier, da hatten sie Haubitzen. Aber die setzen sie nicht mal ein, die Intelligenzbestien. Ja, das kann jetzt ein Weilchen dauern. Zack. Werden auch ein paar Männer bei der Aktion draufgehen. Also von meinen dann auch. Oh Gott, ist das eine spannende Schlacht. Oh mein Gott, und er hat getroffen. Und auch dieser Schaden, der dabei entsteht, das ist einfach gigantisch. Warum ich eigentlich die Mauer zerstöre? Keine Ahnung. Weil ich Jux und Laune habe.
Nice. In der drin üben die hier ein paar Formationen ein für den bayerischen Volksbankett. Ne, für das bayerische Volksbankett. Das demnächst in Paris stattfinden wird. Schön macht ihr das. Immer noch weiter üben. Boah, ey, das dauert mir zu lang. Da laufen wir jetzt einfach so rein. Gut, hier drauf los. Go for it. Und laufen. Und vorspulen. Weiterlaufen. Na, wobei, könnt ihr eigentlich sogar Zeit lassen. Damit ihr wenigstens noch einigermaßen frisch seid, wenn ihr dort ankommt. Und wir haben so viele Männer. Auf die paar kommt es zwar nicht an, die hier im Kugelfeuer sterben. Oh mein Gott. Einer von der Artillerie ist gestorben. Wo? Hier. Hier ist einer draufgegangen. Hier sind sechs? Nee, hier sind fünf. Sechs? Hä? Da soll einer draufgegangen sein? Okay. Wo ist dann eigentlich der andere? Da sind eigentlich zwei draufgegangen. So, jetzt dürft ihr aber rennen, weil jetzt seid ihr nämlich im gefährlichen Radius, wo sie schießen können. Alle hoch! Und jetzt alle wieder auf einen Fleck. Jawohl, bildet schöne Krüppchen hier. Und mal wieder schön, wie sie mir alle gehorchen. Und rauf und rauf und rauf. Manchmal würde ich an solchen Stellen ganz gern Zeitraffer einfügen. Und rein und rauf und rauf und rauf und rauf und rauf und rauf. Und alle das Ganze bitte im schnellen Tempo. Ja, wie wir mal wieder alles schön hier an einer Stelle raufgehen und versuchen sie wieder ihre eigene Mauer zu zerstören. Jawohl, das machen sie. Vorsicht, Intelligenz ist wieder im Anmarsch. Moment, ein Teil von denen kann ja auch... Naja, gut, sie sind jetzt alle schon mit ein paar Männern hoch. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht Regiment für Regiment hochgehen kann. Oh ja, hier haben wir wieder die berühmten 8 FPS. Wir erzeugen Lag. Aber ganz ehrlich, was anderes außer Vorspulen kann man hier einfach nicht machen, weil das sonst viel zu lange dauern würde. Alter, die werden ja teilweise sogar getroffen. Oder? Und da Artilleriebeschuss, Tatsache, ja. So, Moment mal. Ein Teil von denen geht jetzt einfach mal hier rüber. Ich will mal das Tor einnehmen. Rüber mit euch, rüber mit euch, rüber mit euch. Los, 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 los. Jawohl, so, das ist jetzt einfach mal unser Tor. Und bam, 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 bam. Alter, die treffen da sogar rein. Wie hässlich ist das denn? Oh, oh, scheiße. Alle rein, los! Okay, nein. Alle die da draußen jetzt gerade wären, das ist ganz schlecht. Geht mal alle hier rein, bitte. Jetzt sind sie da nach draußen fixiert. Dann machen wir es halt so, ihr da rein. Und ihr da rein. Und... ihr da rein. So, jetzt hat. Laufen! Schneller! Alle hier rein! Los, 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 los! Alle in den Nahkampf! Kamikaze! Hab einfach mal Bock, hier Einheiten zu... sinnlos zu zerstören. Ah, ja, 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 ja! Oh, oh, wie die eine Linieninfanterie hier noch reingeht. Lol. Okay. So, jetzt dürfen die Pferde auch mal nach vorne. Komm, einfach mal alles rein. Ah! Die sind gebrochen.
Lol, wo sind die? Alter Schwede. Die fliehen! Schießt, Leute! Schießen! Alter! Was ist denn hier los, Mann? Was geht denn da auf einmal ab, Mann? Die sind alle gebrochen worden. So, das nennt man sinnloses Einheiten verbraten. The fuck? Wie die alle fliehen. Ja, lickst mir Morsch. Kämpft euch vor, Leute, kämpft euch vor. Nein, die Pferde fliehen auch. Wieso seid ihr auf einmal alle gebrochen? Ich verstehe es irgendwo nicht so ganz. Die einzigsten, die... Lol. Geht mal hier rein, bitte. Die letzten Überlebenden müssen bitte mal hier reingehen. Alter, Verstärkung kommt. Natürlich als erstes wieder der General. Oh, sogar von der anderen Seite. Ist ja nice. So, bleibt mal stehen. Das heißt, ich kann die auch noch von der anderen Seite überrumpeln. Ist ja geil. Haus haben wir eingenommen. So, Leute. Jetzt, das müsst ihr aber verteidigen. Oh, Schaden 33%. Ja, ist ein bisschen höher als sonst. Wie also mache ich so einen Scheiß? Frage ich mich manchmal schon. Die sind schon wieder am Fliehen. Alter Schwede, was sind denn das für Weicheier geworden? Die können ja mal gar nichts mehr. Ja, ganz geil. Natürlich nur Truppen, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann. Stopp. Ach, geil. Nur Pferde. Jetzt kommen erstmal nur die ganzen Pferde hier reingeritten. Die ich natürlich erstmal überhaupt nicht gebrauchen kann. Ja, die sind weit im Maus. Sehr geil. Und die haben sich wieder gefangen. Die Grenadiere. Ja, dann geht ihr mal hier hoch. Ah, die haben sich... Einige haben sich wieder gefangen. Okay, die... die sollten mal besser gehen. Geht mal noch hier mit in das Haus rein. Beziehungsweise, ihr müsstet eigentlich hier hoch. Jetzt muss ich mal gucken. Also, ihr zieht euch mal zurück. Ihr Pferde, jetzt muss ich ein bisschen taktischer vorgehen. Das Haus... Die tun erstmal ihre Aufmerksamkeit drauf lenken. Ja, die Pferde können mal laufen, bitte. So. Gehen wir bitte alle da hoch. Wo haben wir die? Die hat sich wieder gefangen. Die könnte... Ja, okay. Nein, scheiße. Die müssen hier hoch. Die müssen hier hoch. Die hauen gerade ab. Die sind im Haus. Das ist die gesamte nachkommende Kavallerie und das ist die Infanterie. Sehr gut. Die können wir jetzt sehr gut gebrauchen. Lauft mal. Ja, wobei, ihr könnt euch Zeit lassen. Nein! Weil die gesamte Infanterie da drin ist kaputt. Wo sind's denn eigentlich alle? Da draußen sind noch ein paar Regimenter zu Pferden. Das war zwar eigentlich richtig dummes Deutsch gerade, aber egal. Ganz aus, ist kaputt. So, die ganzen Grenadiere sind mal da oben. So, mit denen kann ich jetzt aber auch ein bisschen agieren, wenn die es einigermaßen schaffen, ein paar Granaten zu werfen. Dann geht's, aber dann ist hier aber Schicht im Schacht, Mann. So, was? Okay, gut. Seid ihr fast alle oben?
Mit so kleinen Armeen kann man das Ganze viel, viel taktischer machen. Mit großen, da übernimmt, also da besonders bei mir halt, da übernehme ich mich einfach. Da kann ich nicht so taktisch vorgehen. Da sage ich halt einfach, oh, ich bin voll zahlenmäßig überlegen, ich gehe da mal rein. Boah, Alter. Die Haubitzen, das sind schon krasse Viecher.